Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und in der letzten Folge haben wir Saul Tova getroffen, den ehemaligen Vorgesetzten von Toll. Der hat uns einfach so mal sein Schwert anvertraut, mit dem wir nun Inferno machen können. Einen hübschen Feuerwirbel, der sehr praktisch ist. Oh, und eine Dämonenstatue. Das bedeutet erstmal einen Speicherpunkt. Das bedeutet aber auch, dass wir uns kurz warpen können. Und zwar hierhin. Denn wir haben ja jetzt am Schluss von der letzten Folge den Rubin bekommen. Und ich denke mal, damit dürfte es möglich sein, dass wir entweder die tolle Truhe rankommen, an die ich jetzt schon 5 Folgen lang ran will. Ich will einfach wissen, ob da was Tolles drin ist. Weil, soweit ich weiß, die Maske, die wir eigentlich bräuchten, um darüber zu kommen, kriegen wir nicht. Deswegen müssen wir das mit Tricks machen. Und jawohl, wir haben es geschafft. Kriegt beim ersten Versuch und kriegen 2000 SP. Okay, das ist sehr gut. Das hat sich definitiv gelohnt. Jetzt geht's wieder zurück zum... Oh, Devil's Corridor. Den kennen wir ja auch noch aus dem Judica-Durchgang. Aber bevor wir uns aufmachen zu dem, erhöhen wir erstmal unseren SP-Zuwachs. Dass die SP-Steinchen mehr wert sind und wir mehr von Gegnern bekommen. So, dann speichern wir nochmal kurz. Und gehen ab in den Devil's Corridor. Genau, der Teufelskorridor. Was zum... Ja genau, das sagst du richtig toll. Hier tut uns die Musik in den Ohren weh. Ah, das muss der Teufelskorridor sein. Warte, ist das... Ja, das ist Unica. Und sie scheint... Hier ist Ärger, den ich nicht brauche. Naja, das ist auch nett gesagt. Aber wenigstens ist er so nett und rettet Unica. Es scheint so, als ob ihr Gesicht endlich wieder Farbe bekommt. Sie wird bald aufwachen. Unica Tova, Commander Tovas Tochter. Vielleicht war es Schicksal, dass ich ihr hier begegnet bin. Toll holt das Lotusschwert heraus. Das ist zum Besten. Ich habe diese Kraft in erster Linie schon nicht verdient. Ich fühle mich besser, wenn ich sie jemandem gebe, der es verdient hat. Der Teufelskorridor. Eine Falle aus einer Spirale, durch die der Wind hineingezogen wird und in eine grauenhafte Melodie umgewandelt wird, die alle verrückt macht, die sie hören. Das ist sehr erbärmlich, selbst für diesen Ort. Wenn ich mich transformiere, sollte der Effekt aufgehoben sein. Oder? Da gäbe es noch die Möglichkeit, den Ton selber zu negieren. Vielleicht ihn zu vertreiben mit den Echos von einer heiligen Melodie. Nein. Ich habe nicht die Fähigkeiten für sowas. Wenn ich mich transformiere, sollte ich dem Ton für eine Weile widerstehen können. Ich sollte nur tun, was ich kann, um meine dämonische Form so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Ja. Unica ist bewusstlos. Hier kommen jetzt wirklich mal die Boostfrüchte ins Spiel.
Denn mit denen müssen wir hier durch. Und wir sollten gucken, dass wir uns nicht so lange mit Gegnern aufhalten. Auch wenn das Spaß macht, uns durch Gegner durchzuhauen. Vor allem als Dämon. Aber unser Boost läuft ja ziemlich schnell ab. Okay, einen haben wir kaputt gemacht, aber von denen gibt es hier noch jede Menge und ich muss hier raus. Ah, das war knapp. Und hier gibt es keinen Boost, aber einen Roh. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich hier tatsächlich warten, bis mein Boost sich nachgefüllt hat. Nein. Ich teleportiere mich zurück zur Statue. Sammle hier den Boost ein. Und transformiere mich jetzt erst. Sammle hier den Boost ein und guck, dass ich jetzt mit dem Roh rede. Hallo. Ich bin so hungrig, aber ich habe keine Kraft mehr. Ich bin dazu verdammt, meine erbärmliche Existenz hier auf diesem Balkon zu verbringen. Ja, der Roh scheint hungrig zu sein. Sieht so aus, als wärst du ein weiterer unglücklicher Bewohner des Teufelskorridors. Vielleicht gibt es etwas, was ich tun kann, um zu helfen. Ja, dem Roh die Frucht geben. Wow, das ist meine Lieblingsfrucht. Danke dir, danke dir. Ich habe nicht viel, was ich dir geben kann, aber nimm wenigstens das hier. Oh, der Ring. Ring of Ease. Also der Ring der Linderung oder so ähnlich. Hm. Ich spüre große Macht von diesem Ring. Die Macht, den Verbrauch meiner magischen Energie zu reduzieren, wenn ich mich nicht irre. Das sollte es viel einfacher machen, meine Donnerklaue bei diesen Dämonen zu benutzen. Danke dir, Kleiner. Gern geschehen. Jupp. Die Donnerklaue, die werden wir brauchen. Aber jetzt müssen wir wieder dasselbe machen, uns zum Devils Korridor zurück teleportieren. Den Ring anlegen. Und reinrennen. Denn jetzt müssen wir hier wirklich mit der Thunderclaw rumspammen. Damit wir durch die roten Jungs durchkommen, also die rot glühenden, bevor der Boost abläuft. Also durch die hier. Genau. Und da müssen wir gucken, dass wir jetzt schnell hier hochkommen und den nächsten Boost einsammeln. Und dann schnell wieder transformieren. Bevor wir zu viel Schaden nehmen. Ja, als Toad ist das schon ein bisschen heftiger, weil wir hier wirklich nicht so leicht durchkommen. So. So, jetzt müssen wir den hier noch loswerden. Und kriegen schon auch ordentlich auf den Deckel. Aber Gott sei Dank haben wir ein Kraut eingesammelt. Es ist nur noch der eine hier übrig und wir können durch. Und da ist sogar noch eine Vase mit einem Boost drin, hoffentlich. Genau, das können wir nämlich einfacher hier hochrennen. So. Ein paar Gegner noch ausschalten. Und dann müssen wir, glaube ich, zuerst oben lang. Wir sollten raus abhauen. Ja, hier geht es raus. Und hier ist das in der Truhe. Ja, genau, Kleria-Erz. Und unsere Klauen wurden verstärkt. So, den Rest durch den Devils Korridor können wir auch so rennen.
Cole nimmt ja zum Glück nicht ganz so schnell Schaden wie Yunika. Und findet auch zum Glück genug Heilkräuter. Und wir sind draußen aus dem Devil's Corridor. Sehr gut. Und da sind die Rotleuchtenden als Standardgegner. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen über das Hüpfenfeld. Oh, die blauen Selbstmordhühnchen. Kommst du her? So. Töten wir euch erst einmal und dann gucken wir mal, dass wir da drüben hochkommen. Da müssen wir nämlich so hin. So, genau. Das geht sogar ziemlich gut mit dem Feuerwirbel. Und wir kriegen das Spirit Cape, also den Heilgegenstand, mit dem wir uns heilen, wenn wir uns nicht bewegen. Was in manchen Fällen ganz nützlich sein kann, vor allem wenn wir für 1000 SP nachher den Boost gekauft haben dafür. Aber im Augenblick brauchen wir ihn nicht. Weil im Augenblick bewegen wir uns viel zu viel. So. Kommen wir da so hoch? Nein, scheint nicht so. Nope, da müssen wir von oben lang. Müssen wir hier hoch? Den da ausschalten. Level up kriegen. Und die Bandit Boots kriegen. Die sind ja... Ich merke gerade, wir haben noch nicht mal die bessere Rüstung angezogen. Das ist peinlich. Aber gut. Natürlich. Ich glaube, da war ich zu abgelenkt mit dem... Mit der einen Truhe, in der jetzt die 2000 SP drin waren. Da hätten wir uns nämlich einiges an Schaden sparen können. Aber so kommen wir auf jeden Fall schnell auf die 4000, die wir brauchen, bevor wir zum nächsten Boss kommen. Weil bei dem ist es dann auch wieder nützlich, wenn wir die Schutzfähigkeit haben gegen bestimmte, also gegen das Terrain, also gerade gegen die Lava. So. Hier müssen wir uns wieder ordentlich durchkämpfen. Das hier ist ja das letzte Gebiet eigentlich vor dem nächsten Boss. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Deswegen können wir uns hier nochmal ordentlich durchhacken. Gerade um an Erfahrungspunkte zu kommen. Und an die SP, die wir brauchen. Hier werden wir sowieso noch ein paar Mal durchheizen müssen. Ah, hallo hier. Könnt mal einen Inferno von mir abhaben. Das macht nämlich ein bisschen mehr Schaden bei euch. So, hier die noch. Du kommst auch noch dran. Und dann müssen wir hier rüber und zur Truhe hin. Genau. Jetzt kommen wir zu der Truhe und die wird versiegelt. Man sieht schon mit 4 Siegeln. Und überall gehen die Fackeln aus. Dort. Dort. Da. Und zu guter Letzt hier. Und die müssen wir jetzt alle anzünden. Aber als erstes gehen wir hier lang, weil hier ist die Statue, die will ich als erstes mal freischalten. Wow. Ohne dabei heiße Sohlen zu kriegen. Ja, komm. So, genau.
sehr schön, haben wir die Statue freigeschaltet. Dann können wir an der mal kurz heilen und speichern. Spiel speichern. So, und dann gibt es jetzt mal wieder einen Cut von mir. Bis gleich.